Willkommen, Freunde, in Jattebos Garage. Neue Playlist habe ich ja angekündigt. Hier mein Cargo Bike von Riese und Müller, das Load 60. Und das erste, was ich jetzt machen werde, ist ein Video darüber, oder was ich gerade mache, was ich an dem Ding alles doof finde. Ja, das ist so. Man könnte das auch als offenen Brief an Riese und Müller und Bosch bezeichnen. So, die meisten Leute wissen, was der Teil kostet. Das ist nicht günstig. Ich habe es ein bisschen günstiger gekriegt und es ist ein gutes Fahrrad. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Der fährt halt. So. Was habe ich an der Kiste auszusetzen? Ich werde übrigens alles das, was ich aussetze, habe ich alles schon geändert, woran ich was auszusetzen habe. Ich frage mich aber, warum in der Preisklasse das Riese und Müller nicht schafft. Finde ich eigentlich schon. Manche Sachen, die finde ich einfach fahrlässig oder überhaupt nicht durchdacht. Und da denke ich mir echt so, was ist los? Ich fange mal einfach an, ne? Und mit meiner Meckerliste. So, ihr seht ja hier, das Vorderrad fehlt. Ja, jetzt nach knapp 3000 Kilometern waren mal Bremsbeläge dran. Ich natürlich zum Händler gegangen mit meiner Fahrgestellnummer, dass man das alles schön verifizieren kann. So, brauche ich Bremsbeläge. Nee, kann ich dir nicht sagen, was da für Bremsbeläge drauf sind. Sag ich, wie? Seriennummer? Nein. Ein Foto schicken von den Bremssätteln, damit man weiß, welche Bremsbeläge da rankommen. Also der Hersteller weiß noch nicht mal, welche Bremsen er an welches Fahrrad dran gebaut hat, beziehungsweise scheint das wohl zu sein, dass in einer Serie Bremsen gewechselt werden. Und zwar nicht so, dass man sagt, okay, ab Modellnummer XY wird jetzt eine andere Bremse verbaut, könnte ich auch damit leben. Das scheint wohl gerade so zu sein, wie es halt gerade passt, mal die Bremse, mal eine andere Bremse, mal die. Die Bremsen sind gut. Das sind, wie heißen die? Ach, irgendwie drei Buchstaben. TRP. Ne? So. Also das finde ich schon mal, geht schon mal gar nicht. So. Ne? Das ist eine Frechheit. Wenn ich mit einer Seriennummer ankomme von einem Fahrrad, dann möchte ich, dass der Hersteller weiß, was er da dran gebaut hat. Ansonsten hege ich doch echte Zweifel daran, ob er überhaupt weiß, was er tut. So, ich habe hier die Sportversion. Das heißt, das Ding ist ein bisschen schneller. Kann 45 fahren, müsste ich in Deutschland als Mofa anmelden. Deswegen sind zwei Akkus dran. Ich habe da mal gefragt beim Händler. Ein Akku, der ist ja hier vorne, hinter der Cargo-Box. Und der andere wäre normalerweise hier in der Mitte. Da ich sag mal, hätte man nicht einfach den zweiten Akku, ich habe das jetzt, auch daneben machen können, dann sieht es optisch ein bisschen schöner aus. Und das Einzige, was man braucht, ist halt einen anderen, noch eine zweite Befestigung. Das hätte man noch ab Werk machen können. Ja, Erklärung ist dann, die Grundversion mit einem Akku hat den Akku hier in der Mitte. Erklärung ist jetzt nicht das Wort, was ich dafür nehmen würde. Ich würde es Ausrede nennen. Ne? Also, ich habe es umgebaut. Es geht, es ist einfach, es ist kein Problem. So, was haben wir dann noch? Die Kiste hat ja maximal zulässig Gesamtgewicht 200 Kilo. Und mal ehrlich, stellt sich jeder auf die Waage, wenn er was da reinpackt? Ich habe da auch schon Sachen mit transportiert, da war schon mehr als 200 Kilo, mit Sicherheit. Und Cargo-Bike fahren ist ja schon ein bisschen anders als normales Fahrradfahren. Ne? Weil halt Lenkung und letztendlich gelenktes Rad ein guter Meter Unterschied ist. So, stell euch mal vor, 200 Kilo, ne? Und ihr macht mal den hier, um die Fahrtrichtung anzuzeigen. Da habe ich mich gefragt, sag mal, wieso ist da keine Blinkanlage dran? Habe ich jetzt auch nachgerüstet, ist dran. Aussage vom Händler, ja, wird nicht zugelassen. Hä? Wie wird nicht zugelassen? Ich muss das Ding als Mofa anmelden und eine Blinkanlage wird nicht zugelassen? Das ist ein Sicherheitsaspekt. Und ich glaube nicht, dass mich irgendein Polizist anhalten wird, weil ich jetzt hier eine nicht zugelassene Blinkanlage dran habe. Also mal ganz ehrlich, so eine Blinkanlage mit okay, das sind jetzt hier ein bisschen teurere, ne? Die ist für einen Fuffi nachgerüstet. Ne? Ab Werk, überhaupt kein Problem. Aber hier für eine
Für eine Handyhalterung, da mal kurz 30, 40 € abstauben, das geht. Na? Apropos Handyhalterung, warum hat das Ding keinen USB-Anschluss? Das Ding kriegst du für 10 € bei eBay zu kaufen, muss nur angeschlossen werden. Warum ist da nicht serienmäßig ein USB-Anschluss dran? Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Finde ich eine Frechheit. Getränkehalter wäre auch nicht schlecht. Kostet auch nur ein paar Cent. Na? So, was haben wir denn so? Ich hatte am Anfang, hatte ich erst ein bisschen Problem mit dem Dämpfer hier. Ist übrigens, das ist ein positives Teil. Es ist, soweit ich weiß, ist Riso Müller der einzige Hersteller, der ein Cargo Bike mit Hinterradfederung, also ein vollgefedertes Bike herstellt. So, wo wir gerade die Federung erwähnen, dass nach einem halben Jahr hier die verchromten Tauchrohre der Gabel anfangen zu rosten, finde ich eigentlich auch schon eine Unverschämtheit. Mal ganz ehrlich. Ich öle das Zeug regelmäßig. Ich werde da jetzt keinen großen Tanz machen von wegen Garantie, aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, das kann nicht sein. Das ist eine Frechheit. So, mache ich das mit dem Reifen jetzt noch? Komm, ich hole eben den Reifen. Das ist der erste Reifen, den ich drauf hatte. Nach 500 Kilometern merke ich so, es fängt an zu hubbeln. Hubbel, 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 hubbel. Ja, hier. Da hat sich der Mantel von dem Stahlring hier gelöst. Und wisst ihr, was ich zur Auskunft bekommen habe? Ja, bist mit zu wenig Druck gefahren. Wie bitte? Also ich kenne nur einen Grund, wie das passieren kann, wenn man nicht beim Reifen drauf machen oder abziehen einen zu scharfen Gegenstand benutzt und das anreißt. Ich fahre mein Mountainbike schon seit Jahren nur mit 2 Bar und da ist noch nie sowas passiert. Und ich kenne dann nur schlechte Montage. Wo jetzt da der Schuldige ist, weiß ich nicht. Aber da denke ich mir auch, na, beim Fahrrad in der Preisklasse, wo ich für diese Mountainbike-Reifen auch noch Aufpreis bezahle, Frechheit. So, und jetzt kommt das Hauptdingen. Und das ist die größte Unverschämtheit und der größte Designfehler überhaupt. Wenn ihr mal auf die Homepage von Riso und Müller geht und mal in die Cargo Bike Section geht, oh, die Cargo Bike Section. So, da ist, ich blende das Bild mal ein, weil es einfach, das müsst ihr im Kopf behalten. Da ist ein Typ in Regenklamotten und der lädt gerade sein Lot, was auch immer. Ne? 60, 75, was auch immer. So. Mir hat das suggeriert, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe. Boah, geil. Da kann ich ja sogar im Regen fahren und alles. Ja, erste Mal im Regen gefahren, hab einen Pappkarton drin gehabt, alles nass. Wenn ihr hier die Stirnwand seht, der Deckel, der geht so. Das ganze Wasser, was hier kommt, läuft da rein. Mal ehrlich, also welcher Designer hat da gepennt? Mal ganz ehrlich. Na? Und ich habe da auch schon mal auf verschiedenen Seiten, wo das Load 60 als super Fahrrad, es ist ja auch ein gutes Fahrrad, da gibt es ja nichts dran zu nörgeln. Habe ich gesagt, Jungs, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Da frage ich mich auch, sind die Leute bezahlt dafür, dass sie gute Kommentare machen? Und dieser Deckel, der kostet 230 € Aufpreis. Wenn ich einen Deckel drauf habe auf dem Cargo-Bike, dann möchte ich meine Cargo auch bitte schön trocken transportieren. Der ganze Kasten ist sowieso. Hier sind jetzt ein paar Schlitze drin, da sind ein paar Schlitze drin. Im Boden sind ohne Ende Löcher und Schlitze drin. Natürlich kann man sagen, für Schlaufen und Gurte und all so ein Zeug. Aber in erster Linie möchte ich, dass mein Scheiß trocken bleibt, wenn ich den transportiere. Na? Und das Ding ist übrigens nach einem halben Jahr, waren hier diese netten Plastikbiegungen im Eimer. So, für 230 €. Dann dieses Schloss hier, ist der Witz überhaupt. Erstmal klappert es die ganze Zeit, egal ob abgeschlossen oder auf, geht gar nicht. Hier. Also mich nervt das, wenn irgendwas klappert an einem Fahrrad. Und vor allen Dingen das Schloss, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier. Ich meine, mir ist vollkommen klar, das Ding ist kein Tresor. Aber ich will das zumindest mit einem Schloss, möchte ich doch verhindern, dass das einfach mal so aufgemacht werden kann. Hier ruppe ich einmal dran und ich habe das Ding auf. Geht gar nicht. Auch Frechheit. 230 € für den Deckel. Das Undichtigkeitsproblem, das habe ich ein bisschen gelöst, zeige ich euch in späteren Videos.
Aber das ist die größte Frechheit überhaupt. Das geht gar nicht. Ne? Also da sage ich, shame on you, Riese und Müller, so viel Geld dafür nehmen und sonst auf Deutsch gesagt, so einen Scheiß produzieren. Was ist denn noch? Ach ja, genau. Wer meinen Kanal verfolgt, der weiß ja, dass ich auch hier mit PV und Photovoltaik, Anhänger, Elektromobilität, mit dem Shopper, Elektroshopper und all so ein Kram. Und ich habe mir gedacht, die Fläche, das geht jetzt in Richtung Bosch. Die wäre doch prädestiniert dafür, da drei kleine Solarpaneele drauf zu machen. Moment. Ich habe mir da mal einfach welche geholt. Ne? Wäre doch super. Spitze. Zack, an die Ladedose von den Akkus dran und fertig. Nee, geht nicht. Mag Bosch nicht. Bosch möchte nicht, dass ihr da mit Fremdladegeräten rangeht. Und dann denke ich mir auch so, welche Kommunikation findet da zwischen Riese und Müller und Bosch statt? Ne? Und ich glaube, der Robert, der wird sich im Grab umdrehen, wenn er sowas sehen würde. Warum bringt ihr Leute von Bosch nicht einfach meinetwegen so einen Dongle raus, den man da reinstecken kann? Und dann soll er meinetwegen auch 100 Euro kosten, bringt eine eigene PV raus, ein faltbares Panel, was man in den Rucksack packen kann. Wie viele E-Bikes, die explodieren gerade der Markt dafür? Ist da noch keiner auf die Idee gekommen, vor allen Dingen von Bosch, weil viele, 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 viele E-Bikes haben ja Bosch. Ne? Mal auf die Idee gekommen, da, dass man da eine kleine PV anschließen kann, wenn man da mal durch die Gegend fährt und dann irgendwie einen halben Tag ein Picknick macht, irgendwo einfach mal die Paneele in Rasen legen, anstecken, fertig, bisschen Reichweitenvergrößerung. Und wenn es nur ein nettes Spielzeug ist, da gibt es Leute, die kaufen das. Das verstehe ich nicht. Ich check's nicht. Wenn ich damit morgens zur Arbeit fahre, dann würde ich es draußen in der Sonne stehen lassen und ich könnte dann, ne, einfach mal mit der Sonne aufladen. Warum geht das nicht? Warum ist das nicht möglich, dass Riese und Müller an Bosch herantritt, die beiden sich zusammensetzen und sagen, ey, was wird das? Ist eine coole Idee, das machen wir. Das verstehe ich nicht. Bringt ein Riesenpanel raus, 100, 200 Watt, was man zusammenfalten kann, mit einem kleinen Adapter dran und fertig ist die Luzi. Das kann ich echt nicht verstehen. Das verstehe ich wirklich nicht. So, und das wird das schwierigste Problem sein zu lösen. Mal gucken, ob ich da eine Lösung für finde. Aber alle anderen Probleme habe ich, soweit es geht, gelöst. Na? Und ja, wie gesagt, die größte Unverschämtheit ist halt dieser Deckel, dieser Kasten hier. Und wenn ihr euch das Ding holt, lasst das mit diesem Handschuhfach hier unten sein. Das braucht kein Mensch. Auch das ist nicht dicht, auch da kommt Wasser rein, ist auch Quatsch. Sondern ansonsten so Kleinigkeiten noch zum Beispiel. Der Lenkanschlag ist nicht vernünftig eingestellt. Er ratscht an einer Seite, weil eine selbstsichernde Mutter verwendet wurde. Und die kann man halt nicht andersrum draufdrehen, also verkehrt rum. Wenn ihr wisst, kommt in einem anderen Video, keine Angst, zeige ich euch. So, Ende meiner Nörgelliste. Vielleicht ist ja irgendein Mitarbeiter oder ein sonst wie geneigter Zuseher von Riese und Müller und oder Bosch da und hört sich das mal an und hat vielleicht auch mal ein bisschen Bock drauf, mal solche Anregungen umzusetzen. Die sind völlig kostenfrei von mir, will ich gar nichts für haben. Na? Ja, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich die Batterien umgebaut habe. Und dann werden wir uns weiterhangeln zu dem Blinker, zu dem USB-Anschluss, was ich hier mit der Kiste gemacht habe. Und vielleicht habe ich bis dahin ja auch rausgefunden, ob ich doch noch irgendwie Paneele da anschließen kann. So, Jadbo ist erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssinger. So, und wie immer habe ich natürlich wieder was vergessen. Ne? Eine Kleinigkeit nur. Also an meinem Load 60 war ein Spiegel dran oder ist ein Spiegel dran. Der war ursprünglich, war der nach unten, was totaler Quatsch ist, weil ständig blockiert der Arm den Spiegel. Das heißt, du kannst nicht vernünftig reingucken und vor allen Dingen, man muss ständig den Blick von der Straße nehmen, nur um in den Spiegel zu gucken. Ich habe den hochgedreht, weil jetzt kann ich einfach mit, ne, über die Augen einfach in den Spiegel gucken. Es ist keine coole Position, aber eine praktische wenigstens.
Na, ich muss mal gucken, ich spiele da noch ein bisschen dran rum, mal schauen, was da noch geht. Vielleicht kann man den ein bisschen weiter nach vorne machen, dass man doch hier ein bisschen mehr Platz hat. Kommt aber auch. Ne? Also, jetzt ist aber Schluss hier. Tschüss. Ja, Leute, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Aga, einen habe ich noch. Ich habe noch was vergessen. Ganz wichtig. Der ist mir nicht jetzt gerade eben beim Video zusammenschrauben aufgefallen. Guck mal hier. Das Schloss hier, ne? Ich meine, das ist ja schon billig genug in Anführungsstrichen, auch wenn Abus draufsteht, ne? Und ich meine, dieses Schloss, ich nenne es mal Ringschloss, gibt es ja auch schon seit, ach, was weiß ich, 30, 40 Jahren oder so, ne? Aber ganz ehrlich, dass dadurch der Schutzblech hier hinten unterbrochen werden muss und quasi zweiteilig ist und das Schloss Teil von dem Schutzblech wird und das ganze Wasser in das Schloss reinkommt und dadurch das Schloss regelmäßig ungängig macht, das ist echt schon, ey Leute, das ist echt ein starkes Stück. Ne? Wäre das so schwer gewesen, jetzt hier das Schutzblech ganz zu lassen und das Schloss da einfach drum zu machen, so wie es bei allen Fahrrädern mit solchen Schlüssen schon seit, wie gesagt, seit mehreren Dekaden der Fall ist. Kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Echt.